Heute laufen wir durch den Alameda Central, ein kleiner Park mitten in Mexico City, der ungefähr so groß ist wie, ich schätze mal, 3, 4 Fußballfelder. Eine absolute Wohlfühloase, denn hier hast du wirklich viele Grünflächen zum Ausruhen. Es ist unweit vom historischen Zentrum, überall schöne Brunnen, die einladen, auszuruhen. Und das Allerschönste, wenn du dich für Kultur und Kunst interessierst, du hast hier jede Menge Museen und Theater und auch andere Einrichtungen wie Paläste, die ich dir gleich zeigen werde, hier um die Ecke. Sind wir quasi jetzt vom Palast der schönen Künste, direkt außerhalb des kleinen Parks, wo wir jetzt durchgelaufen sind. Wenn wir jetzt geradeaus weitergehen, dann kommen wir zur Kathedrale, direkt im historischen Zentrum, eben alles sehr touristisch. Links der massive, hohe Turm, den Latino Seguros Turm. Und ja, wenn wir ein bisschen in die andere Seite gucken, auf jeden Fall auch hier. Wir sind wahrscheinlich eher bang. Eigentlich alles sehr, naja, schon ein bisschen touristisch hier, aber insgesamt sehr nobel und vor allem auch kulturell. Hier trifft man sich eben, wenn man was mit Kunst und Architektur anfangen kann, ein bisschen weiter vor allem, aber auch archäologisch. Und wir laufen jetzt mal links in diese Richtung und gucken einfach mal, wie sich jetzt gleich der Charakter der Stadt verändern wird, weil ich finde es faszinierend. Hast du hier eben noch das Gefühl, meine Güte, das ist ja schon sicher wie bei uns, gehen wir jetzt wirklich mal 20 Minuten in die richtige Richtung und ich nehme dir schon gleich eins vorweg. Es wird ein spannender Spaziergang, auch wenn ich noch nicht weiß natürlich, was uns gleich erwarten wird. Ich glaube, noch kann man sich erkennen, aber davor gehen wir jetzt. Und da vorne, das wird auf jeden Fall sehr. Hoppla, wird fast überfahren. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Also quasi gegen den Menschenstrom gehen wir jetzt mal in Richtung da, wo quasi die Menschen herkommen. Und bin mal sehr gespannt. Und man merkt jetzt schon, wie sich der Charakter der Stadt innerhalb kürzester Zeit verändert hat. Es ist laut, es stinkt und ja, die Gebäude werden immer verfallener und dementsprechend auch die Klientel, die hier vorzufinden ist. Und mal gespannt, der Markt soll da eigentlich gleich da vorne jetzt kommen. So, Markt gefunden. Jetzt mal gespannt. Jetzt geht es, glaube ich, langsam los und irgendwann sollen angeblich die ganzen Irrwege kommen, wie in einem Hasenbau. Voller hier schon, aber irgendwie nur Klamotten. Also ich habe Hunger, ich wollte mir gerne was trinken, noch nichts gefunden. Irgendwie bin ich, glaube ich, falsch abgebogen. Irgendwie, weiß nicht, viel Hochzeitskleider, Hochzeitstorten und mal gespannt. So, ich bin jetzt weg vom Markt und zwar auf eine kleine Seitenstraße gegangen und jetzt sieht man mal die Diskrepanz zwischen den prachtvollen Palästen. Und jetzt sind wir hier im Stadtteil Tepito, beziehungsweise dicht angrenzend ist Laguinia und das sind die ärmsten Stadtteile
der Stadt die höchste Armutsquote, aber auch die höchste Kriminalitätsquote, wobei ich da wirklich jetzt nur in einer Straße bin. Und das ist brutal, auch überall hier zwar, ja, ich sag mal, reges Familienleben. Ja, man sieht hier überall ganz normale arbeitende Leute. Man sieht auch viele Kinder hier unterwegs mit ihren Eltern. Und auf der anderen Seite aber überall Polizei schwer bewaffnet, beziehungsweise weiter da drüben, da wo ich jetzt nicht hingehen werde, auf dem Markt, das habe ich jetzt gerade beschlossen, weil das ist dann natürlich doch eine ganz andere Nummer als der Markt, wo ich eben war. Habe ich jetzt neulich natürlich noch so gesagt, dass der Markt, wo ich jetzt bin, der kleine Markt mit den Lebensmitteln, ein großer Markt ist. Da muss ich heute sagen, dann war das letzte Woche natürlich wie ein Furz einer Drosophila-Fliege im Vergleich zu einem Tropensturm, der hier gerade sich aufzieht, weil das ist natürlich schon eine ganz andere Liga. Und das macht hier wirklich, naja, ich will jetzt sagen Spaß, aber das ist das, was mich interessiert, eben zu sehen, wie leben viele Leute. Weil in Mexiko gilt eben, dass fast die Hälfte aller unter der Armutsgrenze lebt. Das heißt, die leben wirklich von der Hand in den Mund. Und natürlich ist das Land bekannt für seine, ich sage jetzt mal, weißen Sandstränden, für die Pyramiden und für vielleicht gutes Essen, aber es ist einfach noch viel mehr. Ja, merkt man natürlich auch an den Häusern, an der Qualität, dass es eben hier schon, naja, noch so am Rande der Zivilisation ist, will ich mal sagen. Hier hast du eben auch noch, ich sage jetzt mal, für Leute, die zu Besuch kommen, die Möglichkeit, dass es WCs gibt. Aber wenn wir jetzt gerade davor gehen, eine Seitenstraße, eine Parallelstraße, da stinkt es schon überall nach Urin, nach Scheiße, weil da sind auch wirklich Leute auf der Straße, die sind definitiv drauf. Aber mit drauf meine ich jetzt nicht, dass sie irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel Gras geraucht haben, sondern die haben definitiv andere Substanzen genommen. Ja, man sieht auch langsam der Müll auf den Straßen hier, der wird da gar nicht aufgeräumt, der wird einfach alles hingeschmissen, der Gestank überall scheiße. Also hier ist definitiv kein Ort, wo man leben will. Und ich bin vorgestern mal durch den Markt gelaufen, ganz ohne Kamera, ohne alles, und ich werde auch einen Teufel tun, da jetzt reinzugehen. Und das Interessante war eben, dass dann vor Ort wirklich keine 10 Minuten, da wurde ich, also ich war vielleicht 15 Minuten dort, und da wurde ich bestimmt ungelogen 10, 15 Mal angesprochen, was ich brauchen würde. Ja. Du kriegst da eben alles. Ja. Man sieht jetzt zum Beispiel auch hier vorne ist dann die Polizeistation mit 3 Polizisten. Die waren dann, beziehungsweise die, ja, fahren dann auch Patrouille, da sind dann mehrere, die fahren mit Motorrädern Patrouille. Ich drehe jetzt hier an der Stelle wieder um, weil es einfach hier zu heikel ist. Und da wird dir halt alles angeboten. Also klassischer, wo dir jeder anbietet, ist eben, ob du was rauchen willst, Gras. Hier wird angeboten Kokain, Crystal Meth ist hier auch ein ganz großes Problem. Wir kennen es noch vom Zweiten Weltkrieg unter Pervitin oder Hausfrauenschokoladen, Hermann Göring-Pille oder Sturmkampfschokolade. Aber das ist jetzt eben einen ganz anderen Zweck erfüllt, die Droge, und jetzt auch hier die Menschen, ja, niederrafft, das ist echt traurig zu sehen. Und was ich halt noch sagen kann, auf dem Markt, das war eben unglaublich interessant. Es war, das sind, man kann es eigentlich gar nicht erklären, so Kampfhunde frei rumgelaufen, und es gab halt alles. Also nagelneue Schuhe, ja, irgendwie Nike-Schuhe für 80 Euro, wo du gesehen hast, diese nagelneue, wo sonst irgendwie 500 Euro kosten, oder Plagiate. Also das ist wirklich was für Schmuggler, für Dealer und für eben sonstige Leute, die eben in, ja, ich sage jetzt mal, Produktpiraterie ihr Glück versuchen. Und da vorne, also das ist wirklich so ein Ort, ja, wo krass ist, wo man wirklich wahrscheinlich nicht hingehen sollte. Und ja, ansonsten, was man eben scheinbar auch kriegen kann, ist, dass man hier scheinbar auch Waffen kriegen kann, wurde mir zum Beispiel angeboten. Ich habe jetzt natürlich nicht nachgefragt. Ich habe auch gar keinen Augenkontakt mit den Leuten gehabt, sprich so nach dem Motto, okay, keine Ahnung, was der will, das hier. Boah, schnell geflüchtet, das war ja richtig krass. Da war irgendwie so ein Halbnackter total drauf auf einem Taxi, der eben ausgestiegen ist und dann, keine Ahnung, irgendwas geschrien hat, und ich bin einfach mal auf die andere Straßenseite gegangen. Jetzt ist es wieder normal. Hier ist ein bisschen viel Verkehr, ist ein bisschen eng. Hier läufst du quasi, hier fahren die Motorräder, die Mofas, hier volle Busse. Hier hast du die ganze Kleidung, also ich finde es wirklich ein Ort, wo ich voll aufblühe. Viele Leute, aber wie gesagt, ein bisschen aufpassen gerade. Ich habe mir hier die Kamera auch in der Hand festgemacht gerade, wenn jetzt irgendwelche Autos vorbeifahren. Aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt Durst. Es hat jetzt mittlerweile 32 Grad, in der Sonne sicherlich noch mehr, aber schon ganz roten Kopf und irgendwie so ein bisschen Lust auf irgendwas zu knabbern, zu beißen, hätte ich schon. Ich quetsche mich mal da durch, mal gucken. Vielleicht mal so frisch gepresste Orange essen. Das
Den Alkohol. Okay. Das ist Diebstahl erwischt worden. Hier auf der linken Seite. Jetzt habe ich einen Gang gefunden, das soll angeblich der größte Schuhmarkt sein in ganz Mexiko, vor allem was gefälschte bzw. gestohlene Schuhe angeht. Wir gucken nur erstmal rein. Ah, Men's Club. Hier kriegst du alles an gefälschten Schuhen. Wahnsinn. Wahnsinn, da scheint es alles zu geben, aber ich mache lieber immer die Kamera aus. Wird schon darauf hingewiesen, hier nicht zu filmen. Hammer! So, jetzt bin ich wieder aus dem Markt mehr oder weniger draußen. Also ich bin fast eine Stunde lang am Stück hier gelaufen. Also wirklich schnurstracks. Gut, Stop and Go natürlich nicht so schnell. Und das Verrückte ist, dass links und rechts überall, da kriegst du wirklich alles, da kannst du überall reingehen. Also in dem Markt, wo ich heute jetzt nicht war und mit der Kamera auf keinen Fall hingehen würde, da kriegst du dann sogar in Hinterhöfen wirklich von Waffen und Drogen und Prostituierten alles. Und eben, das war jetzt hauptsächlich ein Markt für Kleidung. Und ansonsten hast du hier natürlich auch andere Arten, die links und rechts sind. Also insgesamt ist ein Sammelsurium von vielen Märkten und ich kann jetzt gar nicht schätzen, wie groß die Fläche ist. Das ist natürlich auch schwer zu schätzen, weil du jetzt nicht weißt, wie lange du gelaufen bist. Und manchmal bist du vielleicht links und rechts ein bisschen reingelaufen und hast dann eine größere Fläche so vor Augen. Aber es ist natürlich schon was, wo man sagen muss, dass es riesengroß ist. Mal zurück zur Straße. Wir sind jetzt hier auf einem, naja, eher offenen Markt. Und, naja, was ist offen? Das ist eine Straße. Das ist eigentlich gerade hinter meinem Hotel. Auf der rechten Seite hast du eben das historische Zentrum. Wunderschön. Und hier ist es eben so, dass der Markt kommt. Also es wird jetzt immer lichter und vereinzelter und immer mehr Geschäfte. Aber natürlich ist auch hier natürlich das ein Paradies für Langfinger. Hier hast du dann auch ein ganzes Pulk an Polizisten. Hier links, da stehen die ganzen Polizeiautos hier. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt alle hier so gebündelt sind. Auf jeden Fall, hier ist natürlich auch so ein von großer Armut geprägter Bereich, wo viele hier auf den Straßen wohnen. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter die Straße gehen, dann geht es immer noch weiter und weiter und weiter. Ich kann gar nicht abschätzen, wie weit es hier geht, aber Fakt ist, die Polizei steht hier überall bereit und es gibt die ganze Zeit auch hier Patrouillen, obwohl es so gesehen ein ganz normaler Markt ist, aber das spricht natürlich schon irgendwie für sich. Wie heißt du? Wie heißt du? Papaso. Papaso.
Das ist doch von Papa si Chorizo. Es ist Papa con Chorizo. Ah, ja. Entonces, dos para llevar. ¿Y eso es qué? Se llama Chopich. ¿Cómo? Chopich. Chopich. Ajá. Págale. Entonces, uno para comer acá. Sí, págale. Uno de eso. Uno de eso para comer acá. Ajá. Y eso, por favor, dos veces para llevar. Llevar. Sí. Muy bien. ¿Y chelitas? ¿Chelitas no hay agua por acá? ¿Chelitas se vende? ¿Cervecitas? Ah, no. Ah. ¿Chelita? Sí. ¿Chelita? Ay, no. Pelo. ¿Se puede tomar acá o es prohibido por acá? No, no. Quiero probar la cocina mexicana y tomar una chelita mexicana. Pero no sé si es prohibido afuera o no. ¿Se puede por acá? Mire, se sienta ahí, ahí al lado de la niña. Ah, ok, entiendo. Pero el sope es bien rico, ¿eh? ¿Es qué? Sope. Sope. Frijol. ¿Es bien, bien picante? Ajá. Ah, entonces un poquito, sí. Poquito. Porque siempre pica dos veces. Ah, poquito. Qué bien. ¿Cómo se llama? Babosa. Se llama bambazo. 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 Okay. Zweit zum Mitten. Pan paso. Va paso. Sí. Se llama sope. Y ese es sope. Sope. ¿Nosotros cómo van? Nosotros jugar sencillo, pero con todo. Sencillo con todo. ¿Cuántos son? 35. Está bien entonces. Gracias. Muchas gracias, señora. Y señor, hasta luego, suerte. Das ist mal, wie gesellig die Mexikaner eigentlich sind. Also da hast du gerade eben quasi für ein Apfel und ein Ei so zwei kleine, ich sag mal, Mini-Döner bekommen, plus noch ein so eine Art Riesentaco. Und dann hat da einer noch so unterm Tisch ein Bier besorgt. Das heißt, normalerweise ist ja Alkohol hier verboten, beziehungsweise, ja, das ist jetzt so ein kleiner Taco-Stand, da geht's vielleicht. Aber es ist dann natürlich schon interessant. Bin jetzt auf dem Heimweg und natürlich hier alles randvoll. Hier ist gerade die beste Zeit. Und wenn man jetzt mal rechts ein bisschen da am Zaun guckt, das sieht man jetzt hier so ein bisschen nur. Das siehst du direkt drüben, die Frauen, die dann auch anschaffen, das ist teilweise richtig traurig. Hier zum Beispiel mit dem Roten da vorne rechts, ich will jetzt gar nicht zu nahe drauf gehen. Da hast du dann wirklich ja, aus der Not heraus die Leute, die dann quasi, also die Frauen, die dann quasi hier anschaffen, teilweise wirklich noch im ja, wahrscheinlich minderjährigen Alter. Ziemlich traurig und indirekt auch im ja, Deckmantel der Polizei. Denn die Polizei ist ja allgegenwärtig und keiner sagt was. Es ist ja auch so per Gesetz nicht verboten, zumindest bei Frauen ab 18. Aber nichtsdestotrotz natürlich unglaublich traurig, wenn du als junge Frau hier schon gezwungen bist, sage ich jetzt mal, für, ja, um Geld zu bekommen, deinen Körper zu verkaufen. Aber ich finde es absolut faszinierend hier, wie jeder versucht, irgendwie eine Nische für sich zu entdecken. Ja, wie kann er irgendwas verkaufen, irgendwie, ich sage jetzt mal, Geld bekommen, um über die Runde zu kommen. Das ist einfach so faszinierend. Ja, die einen verkaufen Sachen. Teilweise siehst du Leute ohne Beine irgendwie im Rollstuhl, die es packen. Hier wird alles verkauft. Ich glaube, die Leute, die wissen auch gar nicht, dass es irgendwie gefälschte und geklauten Waren oder sonst was sind. Und die einen versuchen, oder die Leute, die hier alle verkaufen, ja, das ist halt, ja, was soll ich sagen, eben verdient meinen höchsten Respekt, weil man muss immer eins überlegen. Wenn du gar nichts hast, vielleicht auch keinen Schulabschluss, hast es nicht von der Familie leicht irgendwo, dass du, ich sag jetzt mal, hier irgendwo einen Support hast, musst dich alleine durchschlagen und dann machst du dein Ding in so einer schweren Bedingung, Umwelt oder so. Also ich finde es schon faszinierend. Ja, da werden Haare geschnitten, da vorne habe ich gesehen, da werden für Hundehalsbänder Namen reingraviert. Ja, die einen schaffen an, die anderen verkaufen irgendwelche Sachen für, keine Ahnung, irgendwelche Haushaltsprodukte, die ich so nicht einordnen könnte. Also ziemlich faszinierend, kann man wirklich nur sagen. Ja, da vorne rechts haben wir eine Dame, ganz offensichtlich. Und das ist dann eben so eine Sache, die gehört hier dazu. Und hier ist es eben offensichtlich. Woanders ist es eben dann nicht so offensichtlich. Natürlich sehr schade. Aber naja, was soll man sagen? Gehört hier dazu.
Und wie gesagt, alles im Deckmantel der Polizei. Hier steht ein Polizist bewaffnet, sieht alles, mehr oder weniger hört alles und sagt nichts. Sehr traurig, aber ich finde, das war mir heute einfach mal wichtig, um dir mal auch ein bisschen so die Wahrheit zu zeigen. Denn ca. 50% der Mexikaner, wie erwähnt, leben unter der Armutsgrenze. Und ich glaube, jeder, der hier seinen Tag, seinen Arbeitstag verbringt, der bekommt hat man größten Respekt verdient. Ja? Teilweise Menschen, die über 80 sind, sollten nicht auf der Straße arbeiten, beziehungsweise welche, die unter 18 sind oder unter 10 sind, ist natürlich eine Tragödie. Aber nichtsdestotrotz, das ist eben ja, das Grand, das hier in Mexiko lebt. Und das ist jetzt natürlich nur in der Stadt, aber im Dorf ist das Leben natürlich nicht leichter. Sehr traurig, aber auch sehr faszinierend, sehr inspirierend. Und ich finde auch irgendwie so ein Moment, wo man sehr dankbar ist, wenn man sieht, was man hat und dass man, wenn man vielleicht mal unglücklich ist, weiß, ey, das ist Jammern auf hohem Niveau. Und wie gesagt, natürlich auch nicht ohne, weil wo Armut herrscht, herrscht auch Kriminalität oder vielleicht die Versuchung, zu Drogen zu greifen, was man offensichtlich vorhin gesehen hat bei dem einen Verrückten aus dem Taxi da, der mir da hinterher gerannt ist. Aber ich finde einfach, das ist eine... Oh, bin schon vorbei, mein Hotel. Das ist eben eine, ja, Bereicherung definitiv und ich kann nur jedem sagen, er soll dankbar sein, was er hat.